weiter geht's mit Heimwerke hier bei Welcome Shop. Und wir haben natürlich hier der absolute Spezialist, der Rolf. Grüß dich. Hallo, Kollege. Aus dem Hause Keindl in Königsbach. Ich glaube, ich weiß nicht, seit 20 Jahren sind wir beste Kumpels. Jetzt hat er es endlich geschafft, einmal mit dem Sägeblatt hierher zu kommen. Also, und man muss dazu sagen, wir haben zwei verschiedene Sägeblätter. Das eine ist ein 160er Blatt, das passt auf jede Handkreissäge drauf. Und das andere ist ein 120er Blatt, passt in Verbindung mit diesem Schutz auf jeden Winkelschleifer. Genau. Und meine, früher, der Gesell hätte einen Bagger noch gekriegt, wenn er irgendwie sowas gemacht hätte, was du jetzt hier machst. Das heißt, kein Mensch kann mit einem Winkelschleifer Holz sägen und kein Mensch kann mit einer Handkreissäge Eisen sägen. Das geht nicht, ja. Mit den Sägeblättern kann jeder mit seiner Maschine alles sägen. Stimmt. Und du zeigst mir, wie das geht. Ja. Aber jetzt guck, jetzt tun sie alle an, jetzt tun wir das an. Das muss man mal machen. Ein Zentimeter Winkelreise. Leute, das ist doch brutal. Guck mal das an, guck mal das an. Und eiskalt. Das ist ein Handkreissäge. Du kannst hier tatsächlich hinlangen. Das wird nicht einmal richtig warm. Vollkommen gerade frei. Ein Schnitt. Das geht ja gar nicht. Da kannst du, normal kannst du nicht. Wie heißt das mal? Eisele, Nasseke, ja. Für 20.000 Euro, die macht es wahrscheinlich auch nicht viel. Genau. Das ist ja brutal. Und dann kannst du natürlich genau das Gleiche. Jetzt haben wir Eisele gesägt mit Handkreissäge. Genauso kannst du natürlich jedes Material auch mit dem Winkelschleifer sägen. Genau. Beim Winkelschleifer hat man den großen Vorteil, dadurch, dass eine Säge da drauf ist, bin ich zum ersten Mal in der Lage, überall zu sägen, wo ich mit der Handkreissäge nichts machen kann. An der Wand entlang zum Beispiel. Genau. Ein alter Fußboden raussägen. Mhm. Türschwelle raussägen. Also alte Fensterrahmen. Genau. Genau, mal einen Fensterrahmen raussägen. Egal, was es für ein Material ist. Und ihr könnt mit dem Sägeblatt eintauchen ins Material. Nach vorne, nach hinten schneiden. Zeige, egal zeige, wie. Zeige, zeige, zeige. Auch hier wieder. Wenn man das auch guckt, wie viele Zähne hat denn das Blatt, sagen wir mal? 40 Zähne. Na ja, kein Wunder. Weil wenn du das siehst, nichts ausgerissen, nichts ausgefranst, sieht aus, wie wenn es schon geschliffen wäre. Dabei genau. Ist einfach nur gesägt. Beide Seiten bleiben ganz. Ober, unter. Wahnsinn. Problem ist ja immer die Oberseite beim Sägen. Dann Aluminium, Kupfer, Messing. Schmiert ja nochmal. Genau, brauchen wir mit der Trennscheibe gar nicht anfangen. Okay. Schmiert sofort zu. Ja. Einfach das Sägen daneben. Material, obwohl Kupfer ein sehr guter Wärmeleiter ist. Ja. Kannst du noch lange, kannst du in die Hand nehmen. Genau, kalt. Und guck mal den Schnitt an. Das ist ja Wahnsinn, das kriegst du ja mit keiner Eisensäge, mit keiner Trennscheibe, mit nichts mehr. Das geht nicht, weil es gar nicht geht. Richtig. Wir haben ein Winkelprofil, Stahl. Ja. Wir können in der Stahlreihe wie ins Holz, egal vorwärts, rückwärts, verdreher, verkante dabei. Das Säge, das ist absolut. Und dann auch wieder Schnittkante. Wie poliert? Absolut und sauber. Kalt. Wie poliert und kalt. Wenn man früher mit einem Sägeblatt nur in den Nagel reingesägt hat, ja, war mindestens ein Zahn kaputt. Die Zähne die kriegen immer einen Kratzer. Und das ist ja das, da ist man normal, ist man samstags ist man am Schaffen. Irgendwie mal all die Palette zerlegen oder was kommt nach. Genau. Radar, kannst du nicht einmal mehr weiterschaffen, kannst du nicht mehr ein neues Blatt kaufen. Also einmal hier kein Sägeblatt und dann kann es weitergehen. Mhm. Was man noch dazu sagen muss, was wir hier machen bei Welcome, wenn wir verrückt sind, wenn Sie so ein Blatt kaufen, egal ob das jetzt für den Winkelschleifer oder für die Handkreissäge ist, machen wir die Brille unten, weil das ist eine glaubte Lüge. Sie kriegen zu jedem Sägeblatt einen Gutschein dazu. Das heißt, wenn das Blatt irgendwann einmal stumpf werden sollte oder irgendwas kaputt gehen sollte, egal wann und wie und warum, schicken Sie uns das Blatt ein, 10 Euro dazu und Sie kriegen das Blatt von uns im Werk wieder in absoluten Neuzustand zurücksetzt. Es wird geschliffen, mit dem Zahnfell kommt ein Zahn rein. Ja. Also das heißt, das Blatt kauft man auch im Prinzip einmal im Leben genau. Und hat auf ewige Zeiten Ruhe. Das garantiert kommt immer mit neuwertigem Zustand zurück. Also besser können wir es genau. Machen. Rolf, jetzt sagen wir, machen mal eine kleine Pause, fassen noch mal ganz kurz zusammen, welche Sets gibt, also für Handkreissäge, für Winkelschleifen, wie man es nach Hause kriegt, und dann machen wir nachher mit der Handkreissäge weiter. Rufen Sie jetzt an und sichern Sie sich unser neues Multifunktionssägeblatt mit 120 mm Durchmesser. Es ist für jeden Winkelschleifer geeignet und kommt inklusive der passenden Schutzvorrichtung zu Ihnen nach Hause. Oder bestellen Sie das 160 mm Sägeblatt für Ihre Handkreissäge. Kunststoff, Plexiglas, Acrylglas, Doppelstegplatte oder so ein Kabelkanal.
Das sägt beim Elektriker immer den Lehrling von Hand. Bitte? Anschließend steht er dran, macht der Gradweg mit dem Kartonmesser. Richtig. Winkelschleifer nehmen, das Säge da drauf und einfach absägen. Vollkommen gradfrei. Wahnsinn, guck dir das auch her. Ohne dass irgendwas ja, schmiert, ohne dass auf und zuschieben. Kannst du sofort auf und zuschieben. Brutal. Vollkommen gradfrei. Die Kabelrohre, die, genau, das wäre ein ganz anderer Kunststoff, der ist hart. Das Zeug geht normal durch das Geräusch von der Säge, geht es schon kaputt. Sauberer, perfekter Schnitt, ohne dass was klebt, schmiert. Was haben wir noch? Laminat. Und das Schlimmste, was zum Säge gibt, ein Kunststoff, ist Plexiglas. Laminat machen wir auch noch. Also, Plexiglas. Kunststoff, Plexiglas, gerade so Doppelstegplatte. Und bei Plexiglas, schmilzt, schmiert, schweißt, genau. Machen, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wahnsinn. Also das sieht man wieder. Obwohl es Plexiglas ist mit Folie drin, was weiß ich irgendwas. Schmiert nichts, klebt nichts, reißt nichts aus. Absolut perfekte Kante. Selbst die Folie ist nicht kaputt. Das kann ich nicht besser. Ja. Beim Holz, folierte Platte, beschichte Platte, Möbelplatte. Laminat, Parkett. Genau. Wenn das mit dem Winkelschleifer sein kann. Kein Mensch. Kein Mensch, genau. Kein Mensch. Aber der Holz gleich ein. Oder für Holz die Kante immer einfach absägen. Guck dir das an. Nichts ausgerissen, nichts verfranst, nichts verbrennt. Absolut perfekte Kante, geht nicht besser. Schöne Seite und interessante Seite. Okay, Rolf, jetzt wollen wir aber noch sehen, wie gesagt, du hast ja gesagt, und wir haben es ja vorhin gezeigt, hier so ein Zentimeter dickes U-Eisen. Genau. Einfach einmal schön mit einem Kreissäge durchgesägt. Kannst du natürlich auch hier genauso alles andere sägen. Genau, verzinkte Rohre, Wasserleitung, Heizungsrohre, Edelstahl, wo man früher jeden Schnitt in der Werkstatt mit der Nasssäge vorbereitet hat, kann ich auf der Baustelle mit der ganz normalen Handkreissäge machen. Was war das jetzt? Jetzt fängt er an zu zaubern. Und eure Schrubbscheibe, eure Pfeile, ja, kann man alle in der Werkzeugkiste lassen. Sobald ihr mit der Schrubbscheibe drauf geht, passt der Schnitt nicht. Guck mal das an. Vollkommen gradfrei. Kannst du sofort zusammenschweißen. Das ist doch brutal. Sofort zusammenschweißen. Rolf, du bist ein Künstler. Aber und kalt. Mit dem tatsächlich. Eiskalt. Wird nicht einmal warm. Ich bin begeistert. Ja, machen wir weiter. So. Was haben wir noch? Aluminium, Blechzeug. Aluminium zum Beispiel. Da brauchen wir ein Sägeblatt, wo nur Aluminium sägt. Genau. Kostet mehr, wie hier das Multifunktion. Genau. Ein Sägeblatt zum Aluminiumsägen kostet jede Menge Geld. Der ganz große Vorteil, Aluminium schmiert nicht. Guck mal das an. Der schlagiert, also wenn jetzt einer zuguckt, ein Schlosser oder einer, der sich auskennt, rufen Sie an, wenn Sie irgendein Werkzeug wissen, mit dem das schneller und besser geht. Dann und so sauber, das ja. Nicht. Genau. Brutal. Geheimnis ist oben der Zahnrücker. Da ist so eine kleine Vertiefung drin, wo der Spann rausschmeißt. Jetzt kann das Aluminium nicht mehr schmieren. Okay. Und das hat nochmal einen großen Vorteil. Und das ist natürlich beim Holz auch ein feiner Schnitt. Hast. Genau, das wirkt wie ein Räumer, wie bei der Motorsäge, wie bei der Kettensäge. Der Räumer von der Motorsäge. Jetzt bin ich zum ersten Mal in der Lage, mit so einem fein verzahnten Sägeblatt auch mal einen Längsschnitt zu machen. Nein! Das ist immer das Problem, ein paar Zentimeter drin, Sägeblatt bleibt stehen, fängt Ball mal an, das Holz wird schwarz, ja. Sägeblatt glüht aus. Machen. Und jetzt haben wir einen ganz großen Vorteil gegenüber vom Wolfzahn, wo man früher den Schnitt gemacht hat. Ja. Die Oberseite, wo immer kaputt geht, ist völlig ganz. Das so sieht man, guck. Absolut nichts beschädigt, obwohl man hier in der Mitte durchgesägt hat. Und dreht mal rum. An der Seite genauso sauber. Brutal. Oder die Stelle, wo es gerade abgesägt hat, hast du mal so lange Splitter raus. Genau. Gar nichts passiert. Gar nichts. Und jetzt kommt die Mitte, das ist auch wichtig, Leute. Dann drehen wir mit dem Finger. Wie gehobelt? Mit der Handkreissäge. Genau. Du machst du sonst mit der Bandsäge oder was weiß ich. Oder genau. Irgendwelche Führungen oder sonst was. Ja, mit der Handkreissäge funktioniert sauber. Nur der Wolfzahn. Aber dann sieht es aus wie von dem Wolfzahn. Ich sage, wir müssen langsam Schluss machen. Sie brauchen sich jetzt eigentlich bloß noch überlegen. Haben Sie einen Winkelschleifer, nehmen Sie das Blatt für den Winkelschleifer. Haben Sie Handkreissäge, nehmen Sie das Blatt für die Handkreissäge. Haben Sie beides, nehmen Sie beide. Und hier sehen Sie noch mal ganz kurz, was im Set alles mit drin ist. Rufen Sie jetzt an und sichern Sie sich unser neues Multifunktionssägeblatt mit 160 mm Durchmesser für Ihre Handkreissäge oder das mit 120 mm Durchmesser für den Winkelschleifer inklusive Schutzvorrichtung.